Finale 100 Meter, Lage der Männer, Hanovita Medley Male. In der Tat jetzt das letzte Einzelrennen des heutigen Tages mit folgender Startaufstellung. Auf der Bahn 1, 10 Meter, Vorlaufzeit von 58,96 Sekunden vom Mega Swim Team Owen Socialose. Auf der Bahn 2, der Vorlaufzeit von 58,61 Sekunden vom Club Sportiv Medium Bukuresti, Bogdan Alexandru Fodor. Auf der 3 sehen wir 58,04 Vorlaufzeit vom SV Würzburg 05, Sebastian Aurelius Beck. Auf der 4 steht bereits ein Clubkamerad in 58,06 200 Sekunden dahinter, Vorlaufzeit Clemens Degenhardt. Auf der 5 in 58,93 Sekunden vom ZPC Hoogeveen Thomas Kappe. Und auf der Bahn 6 in 59,58 Vorlaufzeit vom Düsseldorfer SC Anthony Wutroff. Hier steht ein Meeting-Rekord zu Buche aus dem Jahre 2014, gehalten von einem Italiener von Bolzano Nuoto, der Stefano Ballo. Der hat hier eine 55,90 ins Becken gesetzt. Diese Strecke hier ist ja überhaupt nur auf einer 25-Meter-Bahn machbar. Deswegen immer hochinteressant, wie die Schwimmer hier auf jeder Bahn die Lage wechseln. Jetzt geht es auf die Rückenstrecke. Und wir schauen mal bei 50 Meter, ob es schon etwas Erkennbares hier gibt. Ja, da liegen sie alle noch ganz eng beieinander. Auf der 2, 3, auf der 6 ist mit im Spiel und jetzt kommt die berühmte Bruststrecke. Das sind 25 Meter, nicht wirklich viel. Und ich habe hier Bahn 4 vorne gesehen. Wir schauen mal den letzten Meter her. Da zieht aber auf der Bahn 3 nochmal der Sebastian Aurelius Beck vorbei. Jawohl. Und holt in hervorragenden 56,90 Sekunden Goldmedaille. Da ist noch eine Sekunde zum Meeting-Rekord. Sebastian, ich denke, du kommst nächstes Jahr wieder. Dann knackst du den auch. Genau, und zwar genau jetzt. Siegerehrung, 100 Meter Lagen der Männer, Victory Ceremony, 100 Meter Medley Male. Wir beginnen mit dem gewohnten sechsten Rang und den holt sich in 59,37 vom Düsseldorfer SC Anthony Wutroff. Auf Platz 5 kommt in 59,04 Sekunden vom ZPC Hoogeveen Thomas Kappe. Auf dem vierten Rang liegt in 58,49 Sekunden vom Mega Swim Team Owen Socialose. Die Bronzemedaille holt sich in 58,26 Sekunden vom Club Sportiv Median Bukuresti Bogdan Alexandru Fodor. Den haben wir auch schon oft gesehen hier auf dem Podest oben. Da wird sich eine Menge Taschengeld nach Hause genommen. In 57,64 Sekunden geht die Silbermedaille nach Würzburg für Clemens Degenhardt.
Und Gold bleibt auch in Würzburg, geht nach Würzburg in 56,90 Sekunden für Sebastian Aurelius Beck. Herzlichen Glückwunsch, die Herren. So, dann darf ich schon alle Staffelteilnehmer bitten, sich bereit zu machen für die Siegerehrung. So, all the relay teams, please gather for the victory ceremony.